Lilo, bei meinem letzten Video hat mich doch tatsächlich mal jemand gefragt, was ist das eigentlich mit dem Lazarus? Gut, Lazarus verdankt ihr streng genommen meinen Kanal bei YouTube, ne? Damit habe ich meine so ersten Videos gemacht, habe Tutorials gemacht. Gut, Lazarus, ja, Objekt Pascal könnte man sagen. Wem vielleicht Delphi etwas sagt, der ist da vielleicht daheim oder Turbo Pascal vielleicht, ja, oder Embarcadero, gut. Viele programmieren in C++, C oder wie auch immer. Oder ich mittlerweile in Python, aber das hier ist auch eine schöne Sache. Habe ich früher mal viel mit programmiert. Gut, was macht man damit? Ne? Schreibt man Programm. Programme, das wäre unser Programm dann hinterher. Ne? Das ist das Layout vom Programm. Ne? Wenn das jetzt Word wäre, wäre das unser leeres Dokument. Der Rest drumherum ist ja zum Designen. Zum Draufablegen von Objekten, zum Rückmeldung kriegen, ob man alles richtig gemacht hat, um noch was hinein zu programmieren. Ist eigentlich alles schon fix und fertig, wenn man auf diesen Startknopf geht hier, ja, diesen grünen Pfeil, dann hat man schon ein laufendes Programm. Ist das einmal gestartet, habt ihr hinterher in eurem, ja, Ordner schon eine quasi Exe-Datei, je nachdem, unter welchem Betriebssystem ihr seid. Hier unter Linux hat man natürlich keine Exe-Datei, aber Lazarus gibt es ja auch für Windows und für Mac. Und hättet ihr dann Windows, hättet ihr eine erste Exe-Datei schon. Ne? Da wäre natürlich nichts drin. Ne? Das ist das laufende Programm hier. Das ist die Design-Umgebung. Erkennt man an den Pünktchen. Und ja, uns ist natürlich dieses Programm noch zu sparsam. Wie gesagt, wäre das Word, wäre das ein leeres Dokument. Gut, ich bin hier unter Xubuntu und habe hier meine Probleme, Fensterchen zu zerren. Deshalb tut den Xubuntu-Usern einen großen Gefallen. Und zwar fügt ihr einfach unter Common Controls eine T-Statusbar hinzu. Da hat man hier unten so eine graue Leiste mit so einem Eckchen. Aber was das bringt, zeige ich euch. Gut, jetzt graue Leiste mit Eckchen. Jetzt kann ich dran ziehen. Ja, Xubuntu hat da nämlich so seine Problemchen mit. Fenster groß und klein zu machen, gibt dann immer so Tricks mit Alt und rechter Maustaste, aber gut, irgendwie hat das Problemchen damit, ne? Mit dem kleinen Ding ist das erledigt. Und diese kleine Statuszeile kann man auch dazu benutzen, Text abzulegen, kann ich euch gleich mal zeigen. Gut, wir haben hier unser leeres Formular, unser leeres Formularchen. Und dieses leere Formular hat eine Breite und eine Höhe, kann man hier auch manuell einschalten. Breite, sagen wir mal 500. So, wenn ihr jetzt Krach hört, liegt an meinen netten Nachbarn, die randalieren nämlich rum wie die Bescheuerten. Heute die Kettensäge und alles, Kettensägenmassaker bei den Nachbarn. Und Weite, ne, gut, da habe ich jetzt die Status bei erwischt, der die Kettensäge bringt mich ganz zu hin. 600 zum Beispiel, 600 breit und Höhe meines Formulars, Height, ist dann, die Kettensäge macht mich wahnsinnig, 400 hoch und so. Ja, Kettensägenmassaker auf unserem Desktop. So, als nächstes wollen wir uns mal so einen kleinen Dateibrowser machen. Hier, wie gesagt, in die Statuszeile kann man sich einen simplen Text machen. Simple Text, zum Beispiel Test, Test eingeben. Steht da unten Test. Nun, das ist uns nicht genug. Ich habe ja genug von meinen Nachbarn, die machen mit der Kettensäge auch mal. Kettensägen! Ich liebe Kettensägen. So, System, nein, MISC. Das ist natürlich Mist mit der Kettensäge im Hintergrundgeräusch. Aber ich werde es weitgehend ausfiltern. So, hier haben wir eine T-Shell-Treeview. Das ist ganz trivial. Und eine List-View. Die fügen wir mal hinzu. Nun, das wäre, wenn wir so eine Art Datei-Explorer machen, unserer Baumansicht, ne, wo wir uns einen Pfad aussuchen. Und hier die darin enthaltenen Dateien. Da steht natürlich im Moment noch nichts drin. Wenn ich jetzt einfach Start mache, sieht das erstmal so aus. Ne? Ja, sieht man im Design-Modus, sieht man noch nichts. Aber wenn ich einfach Start mache, kann ich mir ein Home-Verzeichnis aussuchen. So, hier erscheint jetzt nichts. Warum nicht? Weil die beiden nicht miteinander verkoppelt sind. Ne? Da muss man in den Objekt Explorer noch rein, Inspektor rein und findet hier, ne, beim List View, ne, der Liste der Dateien, eine Zuordnung, welcher Baum gehört jetzt zu meiner Liste. Da kann ich sagen, ja, ich habe da schon einen Baum, ich habe nämlich die Treeview 1. Und dann
Ne? Dann arbeiten die beiden zusammen. Ne? Dann sieht das so aus. Warmail. Ne? Sieht man dann, hier erscheint da was. Ne? Die Dateien, die dann in Warmail, meinetwegen. Was hätte ich hier unter Linux? Meinetwegen. Unter Windows werden die Symbolchen natürlich ein bisschen anders aussehen. Ne? Die haben auch eine, unter Windows eine andere Ordnerstruktur. Zum Beispiel hier ich Home, The Recrunner, ne? Videos. Ne? Und wenn da ein Video drin wäre, würde das jetzt aufgelöst. Habe ich jetzt irgendwo überhaupt Dateien? Schreibtisch, Dokumente? Ja, Record, mein Desktop, habe ich eine Datei. So, jetzt möchte ich natürlich erstmal, weil die Fenster hier so ein bisschen spackig starr sind, dass sie sich mitbewegen, ne? Wenn ich das Fenster größer ziehe, dass sie sich mitbewegen. Und zweitens möchte ich die angeklickte Datei hier unten in meiner Statuszeile haben. Damit soll unser Demo heute dann auch mal enden dann. Gut, diese Treeview, ne, ganz triviale Baumansicht, die soll oben bleiben. Die kann ruhig von der Höhe erstmal so bleiben. Da sagen wir Alignment, also Alink ist nicht nix, sondern die ist oben. Dann ist die oben. Jetzt starte ich nochmal. Jetzt ist die Baumansicht da oben, ne? Und zwar egal, wie breit ich das Fenster ziehe, ne? Seht ihr, das hier zieht sich dann immer mit und es bleibt von der Höhe her gleich. Ja, jetzt soll, ne? Jetzt mache ich das groß, mache ich das groß und der Rest, was noch grau ist, soll jetzt meine Dateiansicht sein, ne? Da oben, das langt mir jetzt meinetwegen mit dem Baum, ne? Das wäre groß genug. Und der Rest soll von den Dateien eingenommen werden. Deshalb sage ich das Fensterchen hier. Das hier soll den Rest vom Klienten, ne? Klient wäre jetzt quasi mal ein Formularfensterchen, den Rest einnehmen. Ne? Und das sieht dann schon mal so aus, statt. Ne? Hier ist das laufende Programm. Ich zerre jetzt an meinem Eckchen, was die Xubuntu-User gerne sehen. Und kann dann schon mal mehr machen. Ne? Kann ich von Home wechseln, Home, Recrunner, habe ich da irgendwo Dokumente, Rekord mal Desktop. So. Was ich natürlich jetzt im Moment nicht kann, ist, falls ich doch mal, ne, das obere Ding größer habe, ich habe hier keinen Trenner, ne, dazwischen, wo ich dran ziehen kann. Den machen wir noch rein. Das ist ein sogenannter Splitter. Und es passiert noch nichts, wenn man da drauf klickt auf Record My Desktop. Das soll hier unten erscheinen. Gut, die beiden Sachen machen wir noch. Das soll dann als Demo genügen, damit die Leute wissen, was ist denn hier Lazarus, ne, dass man da Programme schreiben. Gut, was brauchen wir jetzt? Standard, wo haben wir unseren Trenner? Das Ding heißt Splitter. Splitter, den klatschen wir erstmal dahin. So, der Splitter, falls ihr das nicht seht, der hat die Ausrichtung links, ne? Der ist an der linken Seite, ne? Ein bisschen blöd. Der soll aber oben sein, sagen wir mal, top. Jetzt ist er dazwischen, ne? Der ist er dazwischen. So, Start. So, was hat sich geändert? Ich kann immer noch das Ding hoch und runter. Aber ich habe hier den Trenner dazwischen, den Splitter und kann dazwischen... ne? Jetzt kann ich die Fenster schön zueinander... Ne? Wunderbar. Aber es passiert noch nichts, wenn ich darauf klicke, dass da sich was tut. Und dass da sich was tut, dafür braucht man den Quelltext-Editor. Ne? Jetzt muss ich die Objekte, hier zum Beispiel diese Liste, mit einem Ereignis verknüpfen, dass ich dann hier was schreiben kann. Ne? Was für ein Ereignis. Ne? Was für Ereignis ist zum Beispiel, ich weiß ja noch gar nicht, wenn ich programmiere, was da jetzt erscheint. Ne? Ja, da kommt ja ganz drauf an, was im Ordner ist. Ne? Ein Ereignis. Und zwar on change. Ne? Wenn sich das ändert. Ne? Wenn hier was anderes ist, zum Beispiel, könnte ich sagen. Oder on click. Ne? On click. Da kann ich Ereignisse festlegen. Was passiert, wann, on change, on click, on mouse click, on weiß der Teufel was. Gut, diese ganzen Ereignisse kann ich dann verknüpfen. Kann dann sagen, hier im Quelltext, wenn sich da was getan hat, dann, ja, dann macht da unten in die Statuszeile was rein. Das müssen wir jetzt selber programmieren. Machen wir selber, ja, können, gut. Wie machen wir das denn? Wir haben zum Beispiel onSelectItem. Das wäre vielleicht das Sinnvollste. Wenn ich etwas ausgesucht habe aus unserer Liste, dann so. Und wie mache ich das da rein? Ich doppelklicke hier einfach. Und schon passiert das hier. Macht das schon selber. Ne? Macht mir eine Prozedur mit Start und Ende. Ja. Wenn ich in meiner Shell List View, das Ding heißt so, ein Item, also ein, ja, was auch immer da drin ist, selektiere, dann mache Folgendes. Und was ich dann mache,
das kann ich jetzt hier reinprogrammieren. So, erstmal muss ich, ja, ich könnte ja reinklicken, ich könnte was selektieren, ich muss ja sicherstellen, dass da überhaupt was selektiert ist. If, ja, wie heißt das Ding, wo ich jetzt abtippe, ein Shell, ne? List, Weef, 1, ja, das ist das Ding, so heißt das Ding. Shell, List, View, 1. So, und dann, wenn man Punkt macht, passiert was ganz was Aufregendes, da kommen die Untereigenschaften dieses Dingens, ne? Da kann ich mir was aussuchen. Was suche ich mir denn aus? Ich könnte sagen, mal S, ne? Selected erscheint denn da. Wenn da was selektiert wäre, und das wäre nicht, das wäre ungleich nil, nil, nil ist nix, dann, denn, ja, das Semikolon brauche ich jetzt nicht, das zeigt immer das Ende an. So, wenn also da was selektiert wäre, ne, das wäre nicht nix, dann könntest du Folgendes tun. Ich möchte ja dann hier in der Statuszeile den simplen Text, ne, den wir auf Test gesetzt haben, machen wir den mal leer hier, ne, damit er wieder leer ist, den simplen Text, ne, wie greife ich darauf zu, das ist ein Objekt, das heißt Statusbar 1. Statusbar 1, ja. Punkt, ne, jetzt müsste die Untereigenschaft Simpeltext, aber komm, ich drücke mal wieder S, ne, Simpeltext, kann ich mir aussuchen mit dem Pfeiltasten, brauche ich gar nicht schreiben, Doppelpunkt gleich macht er sofort. Ja, und was soll es denn sein? Ja, das muss was sein aus dieser Shell-List-View. Und wie heißt denn das jetzt wieder? Jetzt muss ich wieder hinschreiben, ja, aus der Shell-List-View, ja, 1, müsste ich eigentlich streng genommen genauso schön groß und klein schreiben, wie da spare ich mir jetzt, ne? Ja, was denn nun? Ja, das ist, was selektiert ist, ne? Einfach wieder den Punkt selected, ne? So, und davon, von dem selektierten Ding, will ich was, ne? Gut, der simple Text ist ein Text und Text heißt unter Lazarus da auch bei vielen Objekten Caption. Caption. So. Das heißt also, ne, im laufenden Programm, ne, ich selektiere da was. Und wenn das, was ich da selektiert habe, nicht nix ist, dann mache aus dem simplen Text, der da in der Statusbar ist, das, was da selektiert ist, und zwar der Text da davon, ne? Also quasi der Dateiname. Ja, gut. Funktioniert das so? Wenn nicht, sagt mir hier die Nachricht, du bist falsch, ja, du bist falsch. So, jetzt machen wir groß, ne? Wir machen mal groß, damit ihr das mal seht. Hier können wir was machen, ja. Und wenn ich jetzt da draufklicke, sehen wir in der Statusbar 1, dass da tatsächlich das steht, was ich mir da ausgewählt habe. Gut. Ich müsste streng genommen, ich habe gesehen, was da passiert ist, noch was ändern, auch wenn ich zu groß wäre, ja, dass mein Splitter dann nicht mehr das Ding so auseinanderreißt, dass ich den unteren Teil nicht mehr sehe. Könnte ich noch machen, lassen wir aber jetzt mal, ne? Also funktioniert. Wir können also in ein Verzeichnis wechseln, mit unserem kleinen Ding, ne? Home Record, ne? Meinetwegen Musik, wenn da Musik drin ist, ja, YouTube Audio, ne? Ah, da habe ich doch mal da was gemacht. Da habe ich alle mögliche Sachen drin. Und je nachdem, was ich da so anklicke, von Audacity zum Beispiel, Dateien, wo ich das Ding mal ursprünglich gemacht habe, erscheint da unten. Schon habe ich so eine Art, ja, Dateimanager für Arme. Say yeah. Phase drin. Hold the song. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Klinge immer wie immer mit Riding aus. Und tschüss, also das macht Lazarus. Ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Dann bleiben wir mit freundlichen Grüßen. Und tschüss. Schaut meine Playlist.